Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Ja, heute machen wir Fahrstunde mit Jasmina. Ihr habt da Bock auf die Fahrstunden, so wie ich das hier sehe. Deswegen gibt es jetzt hier für euch die nächste Folge. Wie schnell darf man jetzt hier fahren? Ja, 100 wäre ein bisschen krass, ne? Es klatscht ja auch kein Prüfer und sagt, das war irgendwo 2%. Das macht ja keiner. Ach so, und übrigens, ich setze jetzt schon mal die Sonnenbrille auf. Nicht, weil ich cool sein will, sondern weil ich einfach als Fahrlehrer, wenn du die ganze Zeit unterwegs bist und du guckst den ganzen Tag so, kommst du abends nach Hause, guckst immer so und hast hier Kopfschmerzen, weil du denkst so, ja. Also nicht, dass ihr denkt, ich will hier cool sein und die ganze Zeit rechts fahren wir weiter und so. Sondern ich setze die Sonnenbrille wirklich auf, weil du sonst den ganzen Tag den hier machen musst. So, jetzt aber los. Viel Spaß. Wenn alles passt, dann ziehen wir wieder los. Genau, denk nur dran. Guck mal, da die Ausfahrt, Einfahrt, aus der ich rausgekommen bin, ne? Schulterblickmäßig, da musst du reingucken. Mhm. Das passt. Cool. Und dann langsam los. Und dann hast du ja hier auf dieser Strecke überall auf der rechten Seite so Verengung. Ja. Für jede einzelne Verengung musst du jedes Mal Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Okay. Ja. Das heißt also, gib ruhig ein bisschen Gas, dann schaffst du das vor dem schwarzen Teller oben. Jetzt machst du, ja, oder besser nicht, ne? Guck mal, ich glaub, nee, ich möchte das nicht. Nee, ist noch besser. aber stopp jetzt schon, dass es gleich nicht zu knapp davor wird. Genau. Dann schön schleifen, nur 50% von der Kuppel. So, jetzt erstmal Spiegel, Schulterblick. Ja. Muss ich blinken dafür jedes Mal? Nein. Okay. Guck mal, wenn jetzt kein Auto kommt, also erstmal Gas geben, jetzt ganz normal ist ja 30 zu, bleib links, weil das schaffst du locker vor dem, ja. Weißt du? Und jetzt direkt zweite Gang. Und dann brauchst du hier nicht wie so ein Fisch immer wieder so rechts, links, sondern so, das passt so. Okay. Und dann Spiegel gucken und dann kannst du zurück. Und den Fuß nimm ganz weg von der Kuppel, ganz zur Seite, genau. Und jetzt wieder Spiegel, so ein Seitenblick aus dem Fenster raus, genau, und dann kannst du langsam raus. Erinnerst du dich, wofür der Blick ist? Bin ja, für den toten Winkel, damit, genau, ich die sehe. Genau. Ich sehe. So, und jetzt schön bei 30 bleiben. Cool. Dann zeige ich dir kurz was Verrücktes. Das ist ja hier so ein bisschen so ein Berg, ne? Ja. Drück mal die Kupplung und bleib mal stehen. Einfach Kupplung und stopp. Hinter uns ist ja keiner, oder? Pass auf, wenn du jetzt die Bremse loslässt, ne? Lass mal los. Dann wollen wir. Genau, aber ich will nur sehen, wie viel. Also so, merkst du, dass wir zurückrollen? Ja. Gut. Nimm mal den ersten Gang. Je nachdem, wie krass der Berg ist, an dem du losfährst, ne? Machst du das so, du hältst die Bremse jetzt fest und löst langsam die Kupplung, bis du ein bisschen Druck unterm Fuß merkst. Aber nur ein ganz bisschen. Merkst du? Ja. Okay, cool. Jetzt hältst du die Kupplung fest, nicht weiter lösen. Nee. Und lässt die Bremse los. Die Bremse geht dann aufs Gas. Ganz locker. Genau? Ja. Wo ist das Gas? Ich höre noch nichts. So. So, und jetzt gibst du ein bisschen Gas. Ein bisschen mehr. Und löst dabei dann die Kupplung so ab. Und dann rollst du nie wieder zurück. Krass, ich bin gerade gar nicht gerollt, ne? Nee. Das machen wir jetzt nochmal. Pass auf, Kupplung drücken. Ja. Und stopp. Das Wichtigste ist, du hast es halt sehr, sehr gut auch gemacht. Du machst halt nicht so klack, bumm. Weil dann schießt du dich aus. Sondern du musst die Bremse festhalten und die Kupplung festhalten erstmal. Und da haben viele im Kopf ein Problem mit. Die denken so, oh, ich muss schnell loslassen, weil ich muss schnell nach vorne. Ich versuche das jetzt nochmal, ja? Genau. Also Bremse halten. So, festhalten ist cool. Jetzt. Ja, warte. Ja, alles gut. So, kommt keiner sehen. So, weiter. Das reicht. Jetzt löst du die Bremse und jetzt geht die ans Gas. Ruhig ein bisschen mehr Gas. Genau, und dann dazu die Kupplung. That's it. Cool. Aber einmal machen wir noch, weil hier ist so cool zum Üben. Weißt du, hier ist keiner. Hier hat man seine Ruhe. Gut. Okay, genau. So, das reicht. Nicht schneller werden, sondern leicht ans Gas. Und der Trick ist das Gas. Jetzt bist du schon schneller geworden. Ja, weißt du, ja. Du wirst dann mutiger und denkst, ja, das klar, kann ich schon. Und dann wird man halt schneller. Ja. Und du darfst halt nicht zu schnell werden. Wenn es zu schnell geht, dann bumm, bist du aus. Ja, okay. Okay, wir fahren links weiter. Bevor du blinkst, zack. Guck mal, bleib im ersten, keine Kupplung. Du hast nur Vorfahrt gewinnen. Das Auto rollt alleine so weiter. Guck nur rechts und links, dass das ja passt. Und dann gehen wir rum. Cool. Dann locker einfach weiter Gas.
musst aber dazu sagen, du hast ja jetzt hier Zeit gehabt im Kopf. Du hast ja keinen Stress gehabt. Ja. In der Prüfung kann das passieren, dass du am Berg stehst und denkst, oh scheiße, ein LKW hinter mir und boah, der ist voll nah. Und so. Ja. Dann ist das Wichtigere nicht, dass du diese Technik hast, sondern dass du schaffst, cool zu bleiben. Das ist das Wichtige. Wir fahren dann gleich rechts weiter. Zack, zack, zack. Und egal, wo das Stoppschild steht, erstmal bis zur Linie. Da. Da. Cool. Erste Gang. Ja, ist richtig. Und jetzt tastest du dich genauso wie gerade auch. Nicht zurückrollen, sondern tastest du dich einfach erstmal einen Meter nach vorne. Ah. Schön langsam. So, festhalten. Genau. Und jetzt erstmal nur tasten. Wir wollen ja noch nicht ganz, ganz losfahren, sondern leicht mit diesem Druck. Genau. Und jetzt die Augen nach links. Guck weit nach links. Das ist cool? Ja. Cool. Gut. Und dann den Fuß am Gas lassen. Sehr locker. Erstmal ziehen, damit du den Berg auch hochkommst. Ruhig weiter. Zieh ein bisschen mehr als sonst. Zweite Gang. Mehr ziehen als sonst, weil wegen Berg. Okay. Und dann ruhig weiter dranbleiben. Genau. Und weiter ziehen. Ein bisschen mehr Druck. Bam, ein bisschen mehr Druck. Ja. Kann ich dir auch bei mir mal bieten? Das ist tatsächlich möglich. Okay. Vielleicht sind so ein paar Schläge wie mich selber. Willst du auch als Erso? Ja, cool. Ja, das ist aber auch schwer, sich auf andere Sachen zu konzentrieren, weil man so die ganze Zeit einfach nur laufen nach vorne gucken will. Ja, guck mal, hier ist rechts so destroyed, ne? Komm ein bisschen links rüber rein, wenn niemand gefährdet wird. Und versuch die 50 zu halten, also ruhig noch ein bisschen mehr drauf drücken. Ruhig noch ein bisschen mehr. So, ist gut. Auch wenn du mal auf 51, 52, 53 kommst. Egal. Okay. Kein Prüfer sagt da, haha, zu schnell durchgefallen. Es ist egal. Du musst da wirklich schaffen, so einen lockeren Mittelwert zu finden. Mal ist es 52, mal ist es 48. Ja. Ist egal. Ja. Nur nicht 40. Nur nicht 40. 40. Jetzt guck mal bergab zum Beispiel. Musst du dann auch wieder ein bisschen runterbremsen. Dann ziehst du da zu schnell. So, wir fahren jetzt überraschungsmäßig rechts weiter. Keine Kupplung. Erstmal Spiegel gucken. Innen oder außen? Das war's. Blinker. Und jetzt Kupplung drücken. Und erstmal stärker runterbremsen. Gar nicht schalten. Erstmal weiter runterbremsen. Bist du das so vom Gefühl her, sich das angenehm anfühlt? Was meinst du, erster oder zweiter Gang? Zweiter? Es wird ziemlich eng, weil das Auto okay, steht. Dann erste. Gut. Langsam weiterrollen, nicht stehen bleiben. Ja. Jetzt machst du den Schulterblick. Die Fahrräder, die hier eventuell kommen, ist keiner, ne? Und langsam weiterschleifen. Schön rumlegen. Guck mal, jetzt was ganz Mieses. Guck mal, ob hier ein Geschwindigkeitsschild steht. Nee. Nee. Sind wir in der Stadt oder außerhalb? Ich würde sagen außerhalb. Jo, wie schnell darf man jetzt hier fahren? Ja, 100 wäre ein bisschen krass, ne? Ja, aber man darf. Und guck mal, das passt. Ja, man darf, aber das passt, geht gar nicht. Nee. Du machst das richtig, wir sind jetzt hier von der Straße runter langsam. Guck mal, das ist voll Kernschrott hier. Ja. Und erstmal wieder langsam auf die Straße drauf. Jetzt kannst du wieder Gas geben. Aber auch nur so viel, mit wie viel du dich wohlfühlst. Ein bisschen links bleiben. Dann surfst du jetzt wieder an der Kante. Direkt zweite Gang. Genau. Hinter dir ist alles gut. Oh. Ruhig noch ein bisschen ziehen. Und dann Kupplung. Ernsthaft 100? Das ist krass, oder? Ja. Ja, aber das kannst du auch nicht bringen. Nee. Also, ich würde es nicht tun, sagen. Nee. Was ist das denn? Komisch aus, das Ding. Einfach nur bremsen ein bisschen, dass du dich wohlfühlst. Oh, wieder links rum. Ja. Und wieder, hast du gemerkt, da war schon die Kante, ja, ne? Wollen wieder Gas. Wenn es ruhig ein bisschen anzieht, so 50, 60 ist okay. Also erstmal guckst du auf sie, dann guckst du auf deine Spur, dann guckst du, wie schnell.
rechten Außenspiegel. Ja. Genau, sehr gut. Ich meine, ich lebe schon gerne am Limit, aber das ist hier schon so ein bisschen. Also 10 cm links rüber ist auch okay. Guck mal, hier eine Straße, zack, direkt neues 50-Schild. Ansonsten wäre hier unten. Passt da ja nicht durch, nee. Auf gar keinen Fall. So, an deinen Spiegel checken. Und dann langsam weiter. Aber langsam. Oh, wieder auf die Straße, ne? Weil zu lange können wir nicht hier. Ja. Power, ne? Gut, weiter Power. Den und denkst so, kack, wie soll das gehen? Ja. Und die Antwort ist auch gar nicht. Das ist auch toll, dass du so ein Gefühl kriegst. Du musst jetzt nur darauf hören. Mhm. Das passt ja auch wirklich nicht. Du sollst es auch gar nicht erst probieren. Genauso in der Prüfung. Wenn du sowas siehst, jemand kommt und du merkst schon, das passt nicht, probier es doch gar nicht. Ja. Es klatscht ja auch kein Prüfer und sagt, das war irgendwo falsch. Das macht ja keiner. So, wenn das nicht passt, Kupplung, Bremse, fährst ein bisschen rechts ran und bleib stehen. Dann geht die Gefahr ab, alles vorbei, löst sich auf und dann kannst du locker weiterfahren. Und alle fühlen sich wohl. Der Prüfer fängt nicht an zu schwitzen. Der Treckerfahrer ist auch lucky, also alles gut. Guck mal, hier kannst du gerne mit 50 durch. Wieder. Nimm Gas zurück, bremst ein bisschen runter und nimm die Kurve so, dass du dich dabei wohlfühlst. Und dann fahren wir rechts weiter. Kann man rechts was sehen? Nein, nein. Das ist zu früh für den ersten, der geht gar nicht rein. Bremst erstmal runter. Erstmal weiter bremsen. Jetzt erster Gang, aber nicht, aber weiter rollen. Lenk schon in die Kurve. So, erster Gang. Ja, lenk in die Kurve. Ja. Und langsam weiter. Nicht stoppen, langsam weiter schleifen. Ja, aber da kommt jemand. Und du kannst trotzdem fahren. Langsam weiterfahren. Okay. Weiterfahren, weiterfahren. Ja. Gut. Ja. Siehst du das Schild? Ja. Cool. Fleißig steuern, aber diese Straße wurde noch vergessen zu machen. Also, kommt vielleicht noch. Machen das mal, blinken mal rechts. Genau, dann werden wir langsamer. Und dann fährt die Jenny bestimmt an uns vorbei. So langsam halt. Nicht ganz dran, sondern nur so, so ist cool. Und dann erster Gang. Ach so. Und dann so locker, check wie das. Cool. Und dann können wir langsam weiterfahren. Wir sind aber nicht aus dem Grund stehen geblieben, sondern machen wir kurz den Blinker aus. Da vorne ist eine Straße. Schlauen Straße oder sowas. Ja. Siehst du die? Ja. Jetzt stehen hier ja keine vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen. Ja, rechts oder links. Hätte ich auch gedacht. Wir rollen jetzt mal noch ein bisschen näher dran. Guck dir das mal genau an. Fahren wir noch ein bisschen weiter so. Bis hier so in Höhe von dem Vorgarten. Dann bleiben wir nochmal stehen. So, und hier nochmal Stopp. So, hier ist kein rechts vor links. Wir erklären uns jetzt gemeinsam, warum die. Das ist Einbahnstraße. Mm-mm. Nee? Es gibt drei Ausnahmen von rechts vor links. Ich weiß nicht, Theorie ist schon lange her. Ist auch scheiße. Blink erstmal kurz rechts, damit der checkt, dass er vorbeifahren kann. Drei Ausnahmen von rechts vor links. Eine war Wald- und Feldweg. Da hinten, wo wir gerade waren zum Beispiel, waren ja ein paar Feldwege. Ja. Weiß kein rechts vor links, das kann man vergessen. Zweite ist verkehrsberuhigter Bereich. Also wenn man aus so einer Spielstraße links rauskommt, hat man auch keine Vorfahrt. Und das dritte, weißt du es? Nee. Abgesenkte Bordsteine. Ach so. Das ist ein abgesenkter Bordstein. Ja.
Die Leute, die da rauskommen, du kannst ja von Weitem nicht erkennen, ist das eine Garage, ist das eine Ausfahrt, ist das ein Parkhof, was weiß ich. Ja, die sind wartepflichtig. Die sind wartepflichtig. Ja. Und du kannst nicht erkennen, ist das hier die Ausfahrt von seinem Haus oder ist das eine Straße oder whatever. Ja, da steht ein Straßenschild, aber das ist nicht der einzige Hinweis. Und weil du siehst, dass der Bordstein so geradeaus geht, deswegen hast du Vorfahrt. Ah, okay. Okay? Das ist gut zu wissen. Ja, das ist wirklich gut zu wissen. Ich meine, wir hatten es ja in der Theorie, aber denken ja, wir jetzt auch nicht ganz so ehrlich, schnell. Als ich meinen Führerschein bestanden habe, ich habe das nicht gecheckt. Ich wusste das nicht. Ich habe trotzdem die Prüfung irgendwie geschafft. Und weißt du, wie scheiße das ist, wenn du einen Führerschein hast und du fährst und du weißt nie, ob der Vorfahrt hat oder nicht? Ja, dann fährst du immer, bleibst stehen, guckst den an, der guckt dich an, als wärst du doof. Und dann sagst du, ach ja, ich weiß schon. Und dann fährst du weiter. Das ist voll blöd. Deswegen erkläre ich dir das lieber richtig, damit du nicht so stehst, wie ich da stand. Okay, und dann Spiegel, ja. Schulterblick, Blinker links, dass alle wieder raffen, dass wir losfahren. Und dann fährst du locker weiter. Also du hast hier Vorfahrt wegen dem abgesenkten Bordstein. Okay. That's the reason. Cool. Blinker wieder aus. Und siehst du, guck mal, du kannst nie sehen, ist das eine Straße oder ist das hier eine Grundstücksausfahrt oder was weiß ich. Und damit du jetzt nicht jedes Mal Paranoia haben musst und hier immer so guckst hier überall rein, merkst du dir das einfach ordentlich mit dem Bordstein. Okay. Und wenn du den Unterschied jetzt mal zu dieser Straße hier siehst, es ist ja ganz klar zu erkennen, mach nochmal kurz langsam, Kupplung und Bremse, ist ja ganz klar zu erkennen, die Bordsteine gehen da rein. Ja. Und deswegen ist hier rechts vor links. Ach so. Also diese Bordsteine, die machen so die Kurve. Und deswegen ist hier klar. Rechts vor links. Krass. Unterschied? Hast du? Ja, ich hab's verstanden. Nee. Gut, wir fahren geradeaus weiter. Jetzt musst du einfach nur unterscheiden, sehe ich was oder sehe ich nichts. Hier. Wer hat hier Vorfahrt? Ja, die anderen. Welche anderen? Die von, also Querverkehr. Warte, Kupplung und Stopp. Kupplung und Stopp, warte kurz. Stopp. Wer hat hier Vorfahrt? Ja, der Querverkehr. Mhm. Sagt man das nicht so? Mhm. Haben die keine Vorfahrt? Mhm. Es gibt keine Schilder hier, also hat wer Vorfahrt? Ach so, rechts vor links. Ja, Mann. Das heißt, die. Achte nur auf die. Das fühlt sich komisch an. Man kommt an eine Kreuzung, sieht da nichts, ne? Fahren wir jetzt langsam weiter. Nicht auf den gucken, nur auf den gucken. Ja, guck auf ja. rechts und langsam weiterfahren. Und beobachten. Alles gut. Guck hier weiter. So. Und jetzt fährst du langsam weiter. Der ist durchgezogen, weil er gesehen hat, wir stehen jetzt hier noch so, ne? Okay. Also alles gut. Ja, stimmt. Was ist was ganz anderes, ne? Ja, Theorie, so ganz leicht. Auf dem Bogen macht man da so ein Kreuz. Ja, klar, genau. Das ist kein Ding. Und dann stehst du hier, kommt da ein Auto und auf einmal so. Da musst du wirklich zeigen, dass du es verstanden hast, ne? Ja, ist wirklich. Da kommt die Jenny zurück. Schön langsam. Guck wieder nach rechts. Die haben Vorfahrt, weil keine Schilder stehen. Rollst du weiter, kommt keiner, fährst du durch. Immer das Gleiche. Okay. Spiegel, Schulterblick. Und dann kannst du rausfahren wegen dem Silbernen. Ach so, okay. Schön locker erstmal draußen bleiben. Weiter noch links rüber, da ist ja links noch ein bisschen Platz. Hauptsache der Auto zieht schon wenig hingekommen. Och, der Moritz. Hallo. Ferien. Lehrer müsste man sein. Wie gut. Ja, mein Freund ist Lehrer geworden. Also, cool. Ja, der hat tatsächlich Ferien. Unglaublich. 2 Wochen. Hätte auch gern. Aber ihr wart jetzt im Urlaub erst, ne? Ja, aber mit dem scheiß 2 Wochen Ferien, ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Durchdrehen, kein Gas. Spiegel, Schulterblick. Und dann darfst du raus, wegen dem. Okay. Du darfst nie, wenn du auf deiner Spur bist, musst du erstmal da bleiben. Jedes Mal, wenn du deine Position änderst, egal ob nach links oder nach rechts, sicher dich immer ab. Weil der Prüfer, der bewertet ja deine Beobachtung. Ja. Nicht wie du 30 fahren kannst. 30, da können wir auch einen Stock hier reinsetzen, Tempomat anklemmen und dann fährt das Auto 30. Du brauchst kein Talent für. Kein Gas geben, dann können wir ein bisschen hier so. Okay, und wieder. Yep. Auch wieder. Genau, warum guckt man hier eigentlich zurück? Ja, weil auch da ein Fußgänger stehen könnte, den man dann so schnell nicht gesehen hat oder so. Fußgänger, ja, aber guck mal, wie schnell wir sind. Ja. Wenn jetzt jemand mit einem E-Bike hier angeballert kommt auf der rechten Seite, fährt er auch manchmal locker 30. Okay. Und dann fährt er hier so vorbei. Und den musst du sehen, bevor du den zerquetscht. Spiegel. Ja. Und fahr ruhig weiter raus. Und das gönn dir. Gönn dir. Okay. Nimm dir ein bisschen Platz hier.
wieder ein rechts vor links. Du musst wieder entscheiden, kannst du was sehen oder nicht so sehen. Wenn nicht so sehen, Kupplung und erster Gang. Bleib einfach mit den Augen da. Genau, also die Augen müssen wirklich so darüber gehen. Schön langsam schleifen mit der Kupplung und dann hauen wir hier ab. Was wichtig ist daran, ist, dass du nicht einmal so rüber guckst, sagst, jo, alles klar und fährst weiter. Ja. Dann weiß der Prüfer nie, warum du da reingeguckt hast. Ob du da jemanden kennst oder was weiß ich, keine Ahnung. Das heißt, du musst bei rechts vor links für den ein ganz klar erkennbares Verhalten an den Tag legen. Wir fahren jetzt rechts weiter, bevor du blinkst. Musst du schauen, ob du von links was sehen kannst. Ne? Mach mal locker weiter. Jetzt guckst du ganz weit nach links. Schön locker weiter machen. Kommt da keiner? Cool. Dann locker wieder Gas. Und dann ziehen wir weiter. Direkt in Kupplung. Wenn du jetzt nicht weißt, wie schnell hier ist, weil hier keine Schilder stehen oder so, guck einfach mal links in die Straße. Was steht da für ein Schild? Oben links? Ja. Hast du es gesehen? Ja. Dann ist da eine 30-Zone. Dann ist hier 50. So kannst du das immer für dich checken. Okay. Hat jetzt aber auch keinen Sinn. Ja, nein. Wir fahren jetzt an der Ampel links. Hier den Gönjamin und dann geht das. So ist besser, oder? Ja, so ist gut. Wenn du mal auf die Ampel guckst, do you see the fall? Ja, hab ich gesehen. Gut, wir fahren jetzt übrigens hier nach links, um weiter rechts vor links zu trainieren. Okay. Weil es ja so viel Bock macht. Ruhig ein bisschen Gas geben. Und du hast einen Pfeil, zweiter Gang. Kupplung auf, wenn die Kids da kommen. Alles gut, ganz einfach abbiegen. Oben rechts das Schild. Ja. Gut. So, und hier kommt schon das erste miese rechts vor links. Siehst du das? Mhm. Und Granny steht da auch schon. Ich weiß nicht, was du machen wolltest. Erstmal, weil du nichts siehst, bleiben wir im ersten Gang. Mhm. Füße über die Bremse legen und über die Kupplung so. Und deine Augenoptik da rein. Genau, jetzt guckst du so da rum. Kommt da keiner? Du kannst wieder nach vorne und Gas geben. Direkt Kupplung, zweite Gang. So. Und da vorne rechts, ich weiß nicht, ob du das siehst, ist schon wieder jemand. Ja, hab ich gesehen. Am grünen Winkel da, ne? Kann man was sehen oder sieht man nichts? Also wieder Kupplung, Bremse, ruhig ein bisschen mehr bremsen. Genau. Jetzt geht der erste Gang auch locker rein. Ah, okay. Langsamer. Und dann guckst du da wieder rein, rollst da so locker vorbei. Kupplung lügen. Und jetzt kannst du wieder Gas geben. Aber erst jetzt, wenn es gerade ausgeht, nicht vorher. Okay. Und im Gegensatz zur nächsten Straße, da kann man was sehen, bleiben wir jetzt im zweiten Gang. Mhm. Und das ist dann der Unterschied zwischen sehe ich was und sehe ich nichts. Okay. Erster Gang oder zweiter Gang. Jetzt legst du die Füße nur drüber, roll aber weiter und bleib mit den Augen da. Da kommt keiner. Tschüss. Dann wieder Gas. Geht's weiter. Und das machst du ab jetzt immer für jede Kreuzung und jede Straße, dass du immer für dich entscheiden kannst, sehe ich was oder sehe ich nichts. Wir fahren jetzt rechts weiter, bevor du schon. Mach noch Bini. Genau. Siehst du was? Nee. Also Kupplung, Bremse, erste. Nicht stoppen, langsam weiter. Ja, so, der braucht, kannst du einmal hingucken, aber ansonsten, die haben eh nichts zu melden. Weil wir gehen die rechts vor links. Ja, aber wenn die hier so durchbrettern, vielleicht weiß man doch auch nicht. Kaputt, Alter. Schön, ja. Aus dem Kupplung und zweite Gang. Und wenn keiner von vorne kommt, kannst du hier links bleiben. Mhm. Das musst du aber abchecken. Ja. Bleib schön links. Kontrollier kurz hinter dir. Gut. Bleib links. Du kannst jetzt nicht ausweichen, nicht zurück, alles cool. Aber Spiegel jetzt gucken. Genau, und ganz in Ruhe. Ach, jetzt hab ich geblinkt. Egal, das mag ja. Interessiert den Abbrüchen überhaupt nicht. Ehrlich?
Wichtigste. Das ist wie Bier auf der Party, das Basics. Wenn der Schnaps alles okay, aber wenn du Bier hast, ist auch gut. Ne? Dann ist die Party zumindest nicht zu Ende. Aber ich trinke gar nicht so viel Bier. Mag ich auch nicht. Was trinkst du hier? Mega Meister. Spiel. Ich hatte früher mal eine Band, ne? Tigermeister war unser Sponsor. Das war richtig cool. Echt? Ja, das war übel. Kein Gas. Siehst du, ob da jemand kommt oder nicht? Sei vorsichtig. Spiegel gucken. Dann erster Gang jetzt, weil du die Kupplung gedrückt hast. Alles cool. Du musst nur absichern. Oh. Gut, dass wir das schon mal geübt haben. Ja. Kommt da einer? Nee. Okay, dann langsam weiter. Halten. Ab da halten. Jetzt kommt jemand. Okay. Gut. Schön halten die Kupplung. Nicht loslassen. Genau. Ich hab noch nicht. Ah, jetzt. Gut. Gut. Und halten, nicht loslassen. Solange du nicht loslässt, rettest du dich selbst. Okay. Aber machst du den hier, machen wir. Wow. Aber das war gut. Das war sehr gut. Und du hast es drauf. Siehst du was? Dann ist der erste Gang cool. Füße drüber legen, über die Bremse. Das ist rechts vor links. Immer wieder merkt ihr das einfach so, wenn da eine Straße kommt und da sind keine Schilder, ist immer rechts vor links, immer. Okay. Am besten kein Gas, weil du musst nochmal spiegeln. Genau. Ich frag mich nicht, woher ich so komische Straßen kenne. Ja, ja, ist ja gut. Boah. Ich hab hier ein bisschen unparkbarer neuer das Auto. Das macht mich ehrlich immer richtig nervös. Ich kann das, wenn du willst, komplett ausschalten. Nee, besser nicht. Vielleicht ist es ja auch gut. Ja. Manchmal ist das nicht schlecht. Ein bisschen links bleiben. In den Außenspiegel, wie viel Platz links ist. Oh. Jetzt kann man darüber nachdenken, jetzt kurz den zweiten Gang zu nehmen, aber... Lohnt sich, glaube ich, nicht. Ja, es ist nicht gut übersehbar da, ne? Und dann müsstest du den zweiten Gang wieder ersten Gang. Mhm. An dieser Stelle kurz kannst du das so lassen. Den Fuß über die Bremse. Genau, dann die Kurve so fahren, dass du halt nicht den Bordstein rasierst. Das ist halt wichtig. Schön rum. Dann wieder locker Gas. Genau. So. Ein bisschen rechts bleiben. Siehst du was? Dann bleib im ersten Gang, alles ist cool. Und beobachten. Mit deinen Augen müssen da sein. Da in die Straße. Wenn dein Fahrrad rauskommt, Kinder, irgendwer, du musst sofort reagieren. Okay. Das ist ganz wichtig, dass du mit denen, weil man will ja schon wieder gucken, was vorne abgeht. Ja. Du musst darauf fokussiert sein. Okay. Ich weiß gar nicht, hier Falle locken, aber es hat nee. Nicht okay, so, Schulterblick. Und dann schön locker. Mich ein bisschen hinleiten, ne? Ja. Genau. Vorne rausscherst. Spiegel. Genau. Und jetzt kannst du Gas geben. Zweite Gang würde ich auch erstmal noch nicht machen, aber. Nee. Jemand kommt, bleibst einfach stehen. Du hast halt immer Kontrolle. Hm. Mit dem zweiten brauchst du Glück. Ja. Ich bin echt kein Fan vom Glück in der Prüfung. Also ein bisschen ja, aber links bleiben. Das ist viel, viel geiler, wenn du das kontrollieren kannst. Ja, das stimmt. Also hör auf deinen Bauch und wenn der sich unwohl fühlt, weil du denkst, oh, alles eng und so, Kupplung und Bremse. Es ist ja, ja gut, okay, dass du das fühlst. Man darf jetzt nur nicht denken, ja, aber egal. Man ist nicht egal. Das ist langsam machen. Spiegel gucken. Cool. Und dann gehst du locker hier rum. Hier kannst du blinken, musst du nicht blinken. Ah, wie du Lust hast. Also ist völlig egal. Okay. Aber hinter dir ist cool, ne? Ja. Dann ruhig ein bisschen Gas geben. Jetzt aber zweiter Gang. Genau, jetzt können wir das erste Mal hier so ein bisschen fahren und wieder in den zweiten Gang nach diesem ganzen Gemüse da. Ist hier auch rechts vor links.
für Fahrradfahrer. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das siehst, aber da ist eine Einbahnstraße da oben rechts. Ja. Für Fahrradfahrer.